mir eine ganze Kohle. Ich habe nur kein Holz mehr. Bei mir ist sie gut aufgehoben. Ah ja, hier unten ist auch Kohle. Sie hast du erstmal vorbeigeschmissen. Landschaft gefeuert. Schmeißt du ruhig weg. Ja, ja. Komisch, dass ich mein Schwert noch nicht weggeworfen habe, oder? Ja, eigentlich ungewöhnlich, ja. Da ist das im Busch. Das stimmt was nicht. So, das macht die mangelnde Routine, Timchen. Ja, ja, das stimmt. So. Terraria haben wir auch mal wieder ein bisschen gezockt, gell? Ach, das ist ja so prächtig, ja. Da oben ist irgendwas Cooles in der Wand. Guck mal. Das sieht goldig aus, wir sind reich. Ja. Hupf da. Bereicher dich. Oh. Ich leuchte dir, du kannst dich bereichern. Okay. Ich finde, man bewegt sich so ein bisschen. Also ich finde, weißt du, das ist so ein bisschen ungewohnt irgendwie. Ja, ja. Das ist so ein bisschen schwammig, mag ich fast sagen. Und? Beim Springen meinst du so? Oder? Was bist du? Gold, wir sind reich. Oder hängt das nur vom Untergrund ab? Da ja, nee, allgemein. Eisen, da drüben ist Eisen. Warte. Was macht es? Es leuchtet hier ein bisschen. Es leuchtet blau, ja. Ja. Das auch. So, ich komme und unterstütze. Was ist das eigentlich hier für ein Zeug? Ich weiß es nicht. Was besteht denn die Welt hier, bitte schön? Aus Tar? Nee. Guck mal in deinem anderen Inventory. Du hast so zwei. Ach so, hier zwei so Rucksäcke oder so. Genau. Oh ja, hier. Das ist Tar, okay. Ach so. Thick rancid tar. It reminds me of my mother's was? Homemade Jello. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Musst du ja auch nicht. Aber es ist bestimmt sehr lustig, es wenn man es versteht. Super lecker, ja. Ja, das auch. Und vor allem lässt sich es relativ gepflegt abbauen. Irgendwie. Ja. Da bohren wir uns einfach mal durch, oder? Ja, ja. Gold! Oder so. Alter. Wir sind voll die goldenen Kerle. Ja, ja. Von wegen Kupfern. Wir sind goldene Kerle. Das ist viel besser. Okay. So. Ja, also Tekkit steht ja eigentlich auch noch ein bisschen an. Ich würde ja wirklich gerne eigentlich Tekkit weitermachen, gell? Ja, wenn aber wir müssen es auf Version 1.5.2 hochziehen mit allen Mods und allem Kram. Oh. Ja, also ich meine, im End macht das natürlich der Launcher ja alles automatisch, abgesehen von den, was war es, Universal Electricity Mods, die wir halt händisch oder wir / Timsche händisch dazu gepackt haben. Und das ist natürlich ein echter Scheiß, wie man es mal so auf Deutsch sagen darf, gell? Da kraut's mir schon wieder davor. Ja, dafür habe ich wieder ein bisschen Millenär mal wieder angefangen irgendwie mit der 1.6.4 oder so. Gibt's aktuelle Version für Millenär? Und? Kann die was? Ich habe jetzt nicht so viel gemacht irgendwie. Ich habe irgendwie halt, ein bisschen Minecraft, ne? Angefangen mit dem Turm zu bauen. Ach so. Und den Franzos gefunden halt, ja. Den Franzos hast du. Ja, also ich meine den Hindi und den Franzos, also den, wie heißt der denn eigentlich? Keine Ahnung, von wem du sprichst. Naja, er heißt ja nicht Franzose, sondern Normanne meine ich ganz genau. Typisch. Norman der Normanne. Ach ja, Alter, ernsthaft, ich will ganz vergessen. Du. Norman der Normanne. Genau, da haben wir ja schon Quests, also ich zumindest alles durchgewurstet, aber den Byzantiner oder so, den gibt's ja auch noch, gell? Mhm. Das wäre natürlich im Fall noch, wenn man jetzt noch, also naja. Ja, oder wir könnten ein bisschen Hexit, könnten wir auch theoretisch. Hexit, Hexit hatten wir ja ursprünglich auch, da haben wir sogar ein Schloss dafür gebaut. Ja, wir wollten nämlich eigentlich Hexit spielen und haben dann echt ein ordentlich prächtiges, oder eine Burg, oder ich weiß nicht, ja. Ja, eine Burg haben wir gebaut. Haben wir fett gebaut, ja, und dann haben wir es aber nie angefangen. Hm, komisch eigentlich. Naja, haben wir eigentlich auch noch in der Stände zumindest die Möglichkeit, müssten wir mal gucken. Da haben wir auch nicht so viele Mods noch zusätzlich reingeballert. Also so gesehen sollte das relativ problemlos irgendwie funktionieren. Ja, naja, genau. Ihr wisst ja schon, ihr könnt ja mal schreiben und ja. So. Man kann es ja mal, ne? Also fragen kann man ja. Und wie gesagt, also wir haben, jetzt kommt hier auch noch Wasser reingeflossen. Oh Gott, jede Menge Wasser sogar. Große Mengen Wasser. Das war jetzt ein bisschen blöde, hä? Weiß ich nicht. Im Fall. Wie viel Wasser kommt denn da? Wie viel Wasser planen dazu? Ich mache jetzt hier dicht. Ja? Ja, keine Ahnung. Wir können hier oben weitergraben, oder? Ich meine, wenn jetzt Tonne um Hekto Brutoregister Tonne reinpappelt, dann ich muss könnte das eigentlich sein. Mal so ein Medkit nehmen, oder? Ich bin eigentlich total tot. Oh ja, hier. Ich könnte mir auch mal so eine gute alte Bandage reinziehen, ne? Habe ich denn ein Medkit? Nö. Schmeckt natürlich habe ich kein Medkit. Ich habe eins im Angebot. Ist aber teuer, ne? Wo hast du denn das her? Tja, das habe ich ja gefunden. Aber ich kann doch Plantagen. Ich kann doch Bandagen, kann ich doch aufbauen. Ja gut, ja, dann. Achso, da braucht man ja nur diese komischen Pflanzenfasern da. Oh, mir wird schon wieder kalt. Okay. Drei, okay. Trotsch. Naja, so viele Pflanzenfasern scheine ich jetzt auch nicht gehabt zu haben. Okay, im Übrigen, Timsche, ich habe jetzt zwar deine Kohle, aber ich habe jetzt kein Holz mehr. Fällt mir gerade auf, deswegen kann ich keine Fackeln produzieren. Okay, ich auch nicht. Cool, ne? Ja, super. Ja, geil. Sollen wir sterben und
irgendwie oder was ist der Plan? Ich weiß nicht, sterben ist echt so, das ist, also da bin ich ja Klingone, das ist sowas von unehrenhaft. Ja, oder? Das stimmt. Das ist doch. Dann leuchte ich und du pingelst einfach weiter und wir reißen hier an Erzen aus der Wand, so viel geht einfach so. Ja. Genau, wir graben uns jetzt hier raus, wie es ein anständiger Gräber macht. Grubenhannes halt macht, gell? Ich muss nur dummerweise kurz was essen irgendwie. Hab ich überhaupt noch? Wo ist mein Essen? Wo ist mein Essen? Wo ist denn wohl dein Essen hin? Weißt du was? Ich habe mein Essen oben in der Esse vergessen. Im Ofen. Essen ist im Ofen. Ja, ganz prächtig, Otim. Was ist denn das? Was bist denn du hier für ein Gelumpe? Ah, das war jetzt nicht so klug. Das war ein bisschen klüger. Ich leuchte dir. Okay. Ja. Oh Mann, das ist so dunkel. Ey. Ja, aber das mit den Taschenlampen ist doch super cool eigentlich, ja. Ja. Wir könnten ein Zelt bauen, dann können wir nämlich auch unterwegs immer schlafen. Ja. Und unsere Lebensenergie wieder auftanken. Okay. Und das ist super schnell aufgebaut und wieder abgebaut. Okay, ja. das klingt cool, ja. 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 Ich glaube, wir brauchen dafür nur Pflanzenfasern und wahrscheinlich Holz. Keine Ahnung. Ich guck mal ins Crafting-Menü. Campfire. Vielleicht brauchen wir dafür auch. Ich weiß es nicht. Oh yeah. Oh yeah, Käse. Wahrscheinlich brauchen wir dafür irgendwie einen Crafting-Table. Oder so. Den wir aber nicht bauen können, weil. Weil blöd. Weil total doof. Kein Holz. Oh yeah. Vielleicht finden wir unterirdisches Holz. Ja. Gott. Ja, das war. Wir sind wieder schlecht vorbereitet, wie die. Ich weiß nicht. Naja. Wie die Anfänger einfach mal ein Loch gegraben, reingesprungen. Und ja, gut, ja. Ich meine, vielleicht funktioniert es ja in Starbound anders wie in Terraria oder Minecraft. Ja, wir haben nicht schon ein Stündchen gespielt und. Müssten es besser wissen. Nein, haben wir nicht. Nein. Haben wir auch nie behauptet, oder? Ja. Hast du es gesagt? Ich habe es nicht gesagt. Ich hab das auch nicht gesagt. Wir haben gerade angefangen. Vorgestern. So, aber jede Menge Erze. Okay, guck mal, klappt doch ganz gut. Zurückgekramt. Und eine Höhle am Oh! Und ich fall rein. Oh Gott, das Vieh. Ich leuchte dir. Oh Gott, jetzt bin ich auch reingefallen. Oh nein. Scheiße. Ach, fuck, tot, ja. Ah, du auch. Ja, ich war ja total am Arsch. Problem von selbst erledigt. Ach. Naja, jetzt müssten wir auf jeden Fall ein paar Ressourcen haben. Beamen wir mal wieder zur Welt. So. Hoffentlich ist der Tag, oder? Ist Tag? Oh Gott, unser Beampunkt ist fast da, wo unser. Ja. Okay, vielleicht sollte ich da mal doch vorsichtshalber irgendwas unternehmen. Wir brauchen Holz. Wieso ist denn jetzt. Ist jetzt Tag oder ist jetzt Nacht? Nacht. Schon Nacht, oder? Ja. Das ist ja super. Haben wir jetzt die ganze Nacht durchgegraben? Oder den ganzen. Stirb, du. Ja, aber wenn man stirbt, dann dauert es auch immer einen kleinen Moment, bis man wieder. Oh Gott, einen komischen. Howdy. Ja, ich hau sie doch. So, Alter. Hau sie härter. Du Weichei. Okay, ich zieh mir eine Bandage rein. Hast du auch Bandagen? Nein, keine mehr. Nee, ich hab sie mir noch reingezogen, bevor ich gestorben bin. Ich schlau. Ja, gut. Das. So, dann holen wir mal Holz. Holz. Machen wir Licht sogar. Holz! Da sind ein paar Dingsties. Ich baue die mal hier mit dem Manipulator ab. Ja, damit wir. Oh Mann, ist so dunkel, ey. Entschuldigung, aber echt nichts sieht. Ist jetzt ein bisschen blöde. Ja. Nicht so besonders schlau. Aber darum haben wir ja jetzt hier Holz. Ein bisschen dumpf von uns. Ja. Und dann produziere ich als allererstes ein paar Fackeln. Genau, mach doch mal ein paar Fackeln. Kraft. So, boom. Na, jetzt fall doch, du Scheißding. Entschuldige bitte meine Ausdrucksweise. Was fluchst du denn hier schon? Ja, ich habe genau 4 Fackeln konnte ich machen. Super, das ist ja der Hammer. Ja. Okay. Platziere ich hier mal gleich eine, dass wir hier irgendwo wenigstens was sehen, wenn wir hier ein Traum unser Holz wegmanipulieren. Okay, was sind eigentlich diese Symbole da rechts oben? Noch Rucksack craften, suchen oder was ist das? Da kannst du dir Sachen anschauen. Wenn du da draufklickst, dann sagt er dazu was. Testflower 4 sagt er dann zum Beispiel. Testflower 4? Ja, zu dem Baum. Das ist nur übertrieben. Tatsache, ja. Aber er sagt zu ganz vielen was dann irgendwie so und erklärt dir so, was er da sieht und macht. Ich bin fast tot, Käse. Also vielleicht sollten wir vorsichtshalber hier nochmal. Ja, und dann natürlich irgendwie gibt's noch Story. Das ist so dieses Büchlein unten drunter, habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Okay. Kannst du Bücher finden, kriegst du Einträge okay. zu Alien-Lebensformen und sonst irgendwelchem Kram. Okay, schnell nehmen und dann sofort ab durch die Mitte. Ja. Tschüss! Ja, macht's gut, ihr Mistviecher. Ihr komischen Hansel. Ihr könnt uns mal gepflegt am Poppes.
Hupfdolle. So, damit nicht wieder alle schimpfen, dass überall dunkel ist. Ja. Verblase ich mal meine letzten Fackeln. Auch zurecht. Ein Bone Block. Ein Bone Block? Crazy. Ich weiß nicht, was es soll. Also baue ich es jetzt erstmal nicht. Schlage ich mal so vor. Tatsächlich. Kannst du auch einen Bone Block machen? Polished Bone made into a building material. Kannst du irgendwas draus bauen? Ja. Gibt es so. Ja. Es gibt doch so. Ja. Oder nicht? Ja, was denn? Nicht Planks, sondern diese Treppenstufen habe ich doch irgendwo gesehen, oder? Bin ich jetzt total malat? Wooden Plattform. Was braucht man denn dafür? Wooden Planks. Okay, dann mache ich mal ein paar Wooden Planks. Craft, 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 craft. Dann mache ich mal hier ein paar Wooden Platforms. Oh, 18 Stück habe ich davon gleich. Okay. So viele. Ich habe ja voll die prächtige Waffe hier, oder was? Was denn für eine? Das ist ein Carrion Dicer. Was? Carrion Dicer? Keine Ahnung. Was macht der denn Schaden? Prügel doch mal mit dem. Ah, da. Puff. Der macht nämlich. Feuerschaden. 8 Schaden statt wie das Schwert 4 oder so. Okay. Ah, guck mal her, du kleine Sau. Schmeck den Prügel hier. Ah, guck mal hier, ich habe hier uns eine wunderbare Wooden Plattform gemacht, damit wir nicht gleich hier wieder ins Loch fallen. Sehr gut. Fantastisch, Timchen. Ach, geil, man kann die Viecher echt da. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Was kann man geben? Die Viecher kann man dann echt anfackeln halt dann. Also cool. Einmal prügeln und dann. Was macht denn der Damage? Ja, 8. 8? Okay, meiner macht nur 4. Ja, eben, ja. Ah, und cool. Was hat der für ein Swing Speed, das Schwert normal? 1, 2, 5. Okay, der hat 1, 4, 6. Ich meine, das ist schlechter. Nee, das ist schneller. Ehrlich? Ja. Höher ist schneller, ja. Na gut. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja. Okay, wir brauchen mehr Rückwand. Also ich baller mal das ganze blöde Holz. Rückwand. So, hier ein bisschen lila Rückwand. Oh, das war's auch schon. Ich habe hier Holzrückwand. Ach so, na gut. Außerdem war das keine Rückwand. Echt nicht? Nee, das war vordergründig. Wand. Und dann ist ja. So, hier haben wir ein kleines Kuckloch. Ja. Noch blöder. Und ein Anvil brauchen wir. Okay. Ja, also wie schmelze ich jetzt meine. Warte mal, ich werf dir mal einen Kram zu, oder? Du bist hier der. Der Bobka. Der Bobka? Ja, der Bobka mit der Kamera. Sozusagen. Wie werf ich denn was? Mit Kuh. Das, mach mal ein Lagerfeuer. Also, jetzt habe ich dir mein Schwert zugeworfen, meinen Nicer Dicer. Nein, gib mir meinen Nicer Dicer zurück. Dein Nicer Dicer? Ja, damit schneide ich Zwiebeln wie ein Weltmeister mit dem Nicer Dicer. Nee, du müsstest es noch haben, ich hab's nicht. Hä? Nein. Doch, ich habe dir meine Pick zugeworfen, meinst du? Ach so, voll Idiot. Welches war denn deine? Die bestimmt, die kaputte. So, wir brauchen, ich glaube, für ein Anvil, ich komme mit dem Crafting-Menü noch nicht ganz klar. Für den Anvil brauchen wir auf jeden Fall ein. Wo ist er denn, der Anvil? Tools? Anvil? Furnace meine ich natürlich. Ein Campfire brauchen wir. Ein Campfire. Ein Campfire haben wir doch. Ich baue eins. Nee, das muss man da reintun und dann baue ich mal eine Stone Furnace. Okay. So. Okay. Ich kapiere es nicht. Ich kann dir das nicht geben. Ich kann es nicht aus dem Menü rauswerfen. Wieso denn nicht? Was denn? Ja, hier in meinem Inventar. Geh mal in dein Inventar und wirf mir irgendwas daraus zu. Wie geht das? Was? Hier, wirf mir irgendwas davon zu. Da. Hä? Mit Kuh. Mit Kuh. Jo. Ja. Also Kuh in dem Falle. So wie bei Terraria auch. Ja, nur das ist halt. Naja, ich kann. Okay. Okay, ich schmelze mal hier in meinem Lagerfeuer. Oh, da ist ja noch ein Essen. So. Wunderbar. Oh, ich habe 45 Eisen. Das ist schon mal ein Anfang. Und noch ein bisschen Kupfer, das schmelzt sich gerade ein. Also wenn du Kupfer hast, kannst du es gerade dazu werfen. Ich glaube, du hast es mir aber dein Kupfer in den Kopf geworfen. Kupfer habe ich dir schon in die Birne geworfen. Ich habe sonst nicht, weil ich muss doch eigentlich ein bisschen. Was hatte ich denn hier vorhin? Hier drüben. Hast du bestimmt noch Eisen und so, oder? Gravel, Dirt, ich habe Gold. Dry Dirt, Packed Dirt. Guck mal in deinem anderen. Ja, ich bin hier schon im anderen. Ach so. Du hast gar nichts eingesammelt. Ja, ich habe doch jede Menge. Ich hab doch, hä? Das ist ein Skandal auf höchstem Niveau. Mir schon alles zugeworfen. Energisch. Na gut, wir haben auf jeden Fall 9 Kupferbarren, 22 Eisenbarren und nochmal, ich glaube, 2:1 schmilzt das Ganze ein. Okay. Und nochmal 7 Goldbarren. Okay, wunderbar. So, wie ist der Plan? Wollen wir, solange es Tag ist, erst nochmal auf Erkundung gehen oder wollen wir, nachdem
wir uns besser ausgerüstet haben, vielleicht wieder ins Loch hopsen? Ja, ich weiß nicht, jetzt sind wir hier oben. Was können wir denn oben Cooles machen? Ich hätte. Naja, mal die Oberfläche erkunden. Ja. Ne? Ich hätte aber gerne. Ich brauche mal was zu essen, Alter. Ich habe Hunger. Ich sterbe quasi. Ich bin schon fast tot. Echt? Naja, also ich habe. Hast du kein rohes Fleisch? Ich kann dir zwei, kann ich dir geben.